Als Reaktion auf die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal beschloss der Kreistag des Landkreises Ahrweiler im Oktober 2021 den Aufbau eines neuen modernen Sirenennetzes, mit dem die Bevölkerung in Zukunft schnell und zuverlässig gewarnt werden kann. Die bis dato in der Region existierenden Motorsirenen stammen noch aus der Zeit des Kalten Krieges, wurden nach dessen Ende vom Kreis übernommen und mit analoger Funktechnik ausgestattet. Infolgedessen konnten sie jedoch nur noch das Signal zur Feuerwehralarmierung wiedergeben und verloren somit ihre Bedeutung für den Bevölkerungsschutz. Dies erwies sich bei der Hochwassertragödie im vergangenen Jahr als fatal, weil die Menschen in der schicksalhaften Nacht nicht adäquat gewarnt werden konnten. Um für zukünftige Schadensereignisse besser gewappnet zu sein, wurde bereits Ende 2021 damit begonnen, in den Ahr-anliegenden Gemeinden moderne elektronische Sirenen zu installieren, mit denen die Bevölkerung im Katastrophenfall rechtzeitig gewarnt werden kann. Insgesamt sollen im Ahrtal rund 80 neue Sirenen aufgebaut werden, 22 davon als Ersatz für jene Anlagen, die bei der Flutkatastrophe zerstört worden waren. Im Anschluss daran sollen auch alle übrigen Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler mit elektronischen Warnsirenen ausgestattet werden. Der Auftrag wird von der Firma Helin aus Hagen ausgeführt, die sich gegen die Konkurrenz von Hörmann und Fischer Sirenenbau durchsetzen konnte. Vor allem aufgrund der Zusage, das Projekt im Ahrtal zu priorisieren und eine zeitnahe, schnelle Umsetzung zu gewährleisten. Die neuen Sirenen sind leistungsstärker als die alten Modelle und bringen überdies den Vorteil mit sich, dass sie akkugepuffert und somit auch bei Stromausfall noch funktionsfähig sind. Des Weiteren bieten sie die Möglichkeit für Durchsagen, sodass im Ernstfall direkt im Anschluss an den Alarm gezielte Verhaltenshinweise an die Bevölkerung übermittelt werden können. Die Kosten für das Projekt im Ahrtal belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro und werden zu 100% vom Land Rheinland-Pfalz getragen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Bundesförderprogramm für den Wiederaufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes in Deutschland sowie aus Geldern des Landes.